In diesem Video soll der Know-how-Computer vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um eine Rechenmaschine in Papierform, die tatsächlich den gleichen Funktionsumfang hat wie das, was wir heutzutage als Computer bezeichnen, also diese elektronischen Maschinen. Um diesen Know-how-Computer betreiben zu können, brauchen wir zusätzlich einen Stift. Dieser dient als sogenannter Programmzähler. Dann brauchen wir Streichhölzer, die wir hier auf dieser rechten Seite in die Register reinlegen. Das sind sozusagen die Bits. Und der Computer kommt tatsächlich mit 5 Befehlen aus. Und mit diesen 5 Befehlen lässt sich alle mathematischen Funktionen lassen sich damit tatsächlich abbilden. Und das ist auch die Begründung dafür, weshalb der Papiercomputer genauso mächtig ist wie die elektronischen Maschinen, die wir heute als Computer bezeichnen. Natürlich ist das hier etwas langsamer. So, der Know-how-Computer entstand im Rahmen der Sendung WDR Computer Club in den 80er Jahren. Hat eine ziemlich spannende Geschichte. Ich verlinke hier ein Video von den WDR Computer Club 2. Dort erzählt der Erschaffer von dem Know-how-Computer die Geschichte davon und wie dieser Computer auch in Namibia gelandet ist. Was wir hier sehen, ist tatsächlich eine Darstellung, die in den namibianischen Schulen verwendet wird. Ich habe das Ganze etwas bearbeitet, den Text aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und bei den Befehlen habe ich hier die ein wenig verändert, weil ich diese Formulierungen etwas intuitiver finde. So, auf der linken Seite wird das Programm geschrieben, was ablaufen soll. Und mit dem Stift wird gezeigt, welche Zeile des Programms wird jetzt gerade ausgeführt. Und je nachdem, welche Befehle hier wir haben, wird das Programm dann abgearbeitet. Die Befehle lauten INC für Increment. Das bedeutet, wir addieren zu dem Register mit der Nummer XX ein Bit dazu. Mit DEC, Decrement, ziehen wir von dem Register XX ein Bit raus, also ein Streichholz raus. Mit JMP soll für Jump stehen. Und damit springen wir von einer Zeile, wo dieser Befehl steht, zu der Zeile mit der Nummer XX. ISZ steht für is 0. Damit wird überprüft, ob in dem Register XX eine 0 steht, also ob sich dort tatsächlich keine Streichhölzer befinden. Und dort gibt es eine Fallunterscheidung. Falls dieser Register leer ist, dann springen wir 2 Zeilen weiter, sonst eine Zeile. Und STP steht für Stopp. Damit wird das Programm gestoppt und beendet. So, die Funktionsweise können wir am besten an einem Beispiel nachvollziehen. Wir sehen hier nun ein Programm, mit dem wir die Zahlen in dem Register 0 und im Register 1 addieren. Und das Ergebnis wird in das Register 0 reingeschrieben. Das Programm ist hier und wir führen das einmal durch. Mit der Zeile Nummer 0 starten wir. So, dort drin steht ist 0, 1. Wir gucken in das Register 1. Das Register ist nicht leer, also gehen wir eine Zeile weiter. Und hier steht Jump 3. Wir müssen also zu der Zeile mit der Nummer 3 gehen. Dort steht Increment 0. Das bedeutet, in den Register 0 legen wir noch ein Streichholz dazu. Und gehen weiter. Nächste Zeile Decrement 1, also aus dem Register 1 nehmen wir ein Streichholz raus und gehen in dem Programm weiter. Nächste Zeile Jump 0, wir gehen also wieder zu Zeile 0. Nun schauen wir, ob das Register 1 leer ist. Das ist nicht der Fall, deshalb gehen wir zu der nächsten Zeile Jump 3. Increment 0 in das Register 0
legen wir ein Streichholz dazu. Wieder Dekrement 1, das bedeutet, aus dem Register 1 ziehen wir ein Streichholz raus. Gehen zu der nächsten Zeile. In dieser Zeile steht Jump 0, das bedeutet, wir springen zur Zeile mit der Nummer 0. So, nun schauen wir, ob das Register 1 leer ist. Das ist diesmal der Fall. Das bedeutet, diesmal ist die Aussage wahr. Wir überspringen also eine Zeile und gehen zum Programm Stop. Und in dem Register 0 können wir das Ergebnis ablesen. 4 plus 2 ist 6.